100 wichtigsten Fragen für Gitarrenanfänger. Wir sind bei Platz 89. Vorgegriffene Frage steht da einfach nur. Es stellt sich heraus, die Frage ist eigentlich, muss ich beim Aufsitzen vom Capodaster wieder umlernen? Ich hole mal einen Capodaster und zeige euch das. Hier habe ich ein Capodaster, in dem Fall ein Klemmgerät. Das kann ich jetzt x-beliebig hier aufklemmen und schon habe ich das in den Bund reingesetzt, wo ich das haben will. Oft versucht man das ja auf verschiedenen Bünden, um dann die passende Stimme zu finden, um seine Stimme anzupassen. Oder umgekehrt auch, dass man die Capodaster, die Stimmlage, die Tonlage der Gitarre eben der eigenen Stimme anpasst. So, aber zum Umlernen ist ja glücklicherweise da gar nichts. Das kann ich direkt vorwegnehmen. Und das macht die Gitarre so interessant und auch den Capodaster hier. Ich spiele irgendeinen Akkord, ein Lied auf C. Und wenn ich das zum Beispiel mit Capodaster spielen will, dann brauche ich nicht umlernen. Ich tue einfach so, als ob dieser Capodaster dieser Bund wäre. Also der Nullbund, das ist der Saal. Das heißt, der erste Bund ist dann nicht mehr hier, sondern der ist dann hier der nächste, der hier nach dem Capodaster kommt. Und ich muss den Griff C dann zum Beispiel hier vorsetzen. Wenn ich den hier setzen würde, habe ich auch schon gesehen, wird aber jeder dann selber merken, es passiert natürlich nichts. Alles, was ich hier hintergreife, hat überhaupt keine Auswirkung. Das ist stillgelegtes Terrain. Was man noch beachten muss, das wird manchmal etwas falsch gemacht, wenn ich zum Beispiel auf D anfange, wie das so oft ist bei meinen Liedern, wenn ich anfange mit den ersten Griffen, ist ja der erste Griff auch, so, dann muss man berücksichtigen, ich habe ja den D-Griff, ich fange an zu greifen im zweiten Bund, das heißt, der erste Bund, der wird überhaupt nicht gegriffen. Und wenn ihr jetzt einen Capodaster aufsetzt, dann müsst ihr das natürlich auch berücksichtigen, der erste Bund nach dem Capodaster, der bleibt frei. Ich greife dann hier und wenn ich das, ich mache es jetzt mal falsch, damit ihr auch sofort hört, was passiert. Es hört sich wirklich total schief an. Spätestens dann solltet ihr zurückdenken, was ich euch hier gerade erzählt habe. Also das Ding hier, der Capodaster, ist der Sattelersatz. Und egal wo ihr den aufsetzt, ihr braucht nichts umlernen. Das ist das Schöne, ihr könnt einfach genauso spielen wie vorher das Lied, nur eben mit Capodaster. Das klingt alles höher. Wenn ihr nach oben kommt, klingt es schon fast wie eine Mandoline und das macht vielleicht auch Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Schreibt mir in die Kommentare, versucht es einfach mal und geht auf den Beitrag ins Forum. Bis dann. Tschüss.